klar verteilte Rollen in dieser Nachholpartie vom 25. Spieltag. Der amtierende Meister Schweinfurt geht als Favorit ins Match bei der U21 des 1. FC Nürnberg. Aber Vorsicht, im Hinspiel beim 1:1 zeigten die Club-Youngsters in Weinrot und Schwarz eine der besten Saisonleistungen, schossen sich zudem mit 23 Toren in 3 Testspielen richtig warm. Doch auch die Schnüdel, vor der Winterpause in 8 Ligapartien unbesiegt, zeigten sich sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Der Auftakt am Pfalzner Weiher bei windtechnisch durchaus schwierigen Bedingungen dann wie erwartet. Auch ohne ihren erst kürzlich von Corona genesenen Top-Torjäger Adam Schabiri, der aber zumindest auf der Bank saß, drückten die Gäste von Beginn an und kamen durch einen Schuss von Martin Thomann und eine Ecke von Marco Zietsch, die Nürnbergs Torwart Jan Reichert jeweils entschärfte, zu ersten guten Aktionen ganz früh in dieser Partie. Danach verflachte das Spiel aber für längere Zeit. Erst nach gut einer halben Stunde wieder etwas mehr Leben in der Bude. Auf Schweinfurter Seite wird der Schuss von Christian Böhnlein noch geblockt. Am anderen Ende des Spielfelds zwingt Janik Hofmann Schnüdelkeeper Luis Zwick zu einem ersten Arbeitsnachweis an diesem Nachmittag. Mehr war aber nicht in Durchgang 1. Die Hausherren als Tabellen-14. Sicherlich zufriedener mit diesem Halbzeitstand als die Gäste, die ja nach dem gestrigen Sieg der Bayreuther nun schon 16 Zähler Rückstand aufweisen, allerdings bei 2 Spielen weniger. Schweinfurt also gefordert. Die erste Aktion nach der Pause aber auf Seiten der Nürnberger, Christopher Wähling nach einer Ecke. Und auch die zweite gehörte den Hausherren und wie. 55. Minute, Paul-Philipp Besong erläuft einen weiten Pass und ist dabei schneller als Zwick und auch als alle anderen Gegenspieler. Führung für die Club-Youngsters durch Besong, der schon in der Vorbereitung mit 7 Toren seine gute Form unterstrich. Schnüdelcoach Tobias Strobel reagierte umgehend und brachte Schabiri. Und der 37-jährige 20-Tore-Mann deutete dann auch seine Klasse an. Sein Volleyschuss findet aber nicht den Weg ins Ziel. Kurz darauf bereitet er per Kopf für Böhnlein vor, doch Reichert ist rechtzeitig draußen. Dies nun die beste Phase des Tabellendritten und in der 83. Minute nochmals eine Chance zum Ausgleich. Der eingewechselte Florian Pieper auf Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Malik McLemore Außenpfosten. Reichert wäre wohl aber auch da gewesen. Schweinfurt lief zunehmend die Zeit weg, während die Hausherren durchaus den ein oder anderen Entlastungsangriff fuhren. Und ein solcher brachte dann tief in der Nachspielzeit, als die Gäste natürlich komplett aufmachten, noch das 2:0 durch Jens Kastrop. Er überläuft da seinen Gegenspieler und hat dann keine Probleme mehr, zum Endstand einzuschießen. Wichtige Punkte also für den Club, Game Over dagegen wohl im Titelkampf für die Schnüdel, die insgesamt zu ungefährlich waren. Das haben wir dann auch in der Halbzeit angesprochen, dass wir so das Gefühl hatten, dass der das erste Tor macht, das Ding dann auch auf seine Seite zieht, dass es dann aus einem Einwurf entsteht. Das ärgert uns, weil wir da die Tiefe nicht abgesichert haben. Wie gesagt, dann macht halt der Club das 1:0, dann auch nicht unverdient. Dann wollten wir die Dynamik ein bisschen mehr auf unsere Seite mit noch mehr langen Bällen auf den Schabiri ziehen, haben aber am Ende des Tages auch nur eine richtige Torschance unterarbeitet, die haben wir nicht gemacht. Dann machen sie es 2:0, wo wir einen Torwart mit nach vorne genommen haben. Deswegen ist es sehr ärgerlich, sie schmerzt auch, aber ich glaube auch nicht, dass sie so unverdient war. Ja, gegen einen starken Gegner, aber gegen eine leidenschaftlich kämpfende Nürnberger U21, glaube ich, heute, die viel Mentalität auf den Platz gebracht hat. Und ja, ich glaube, man hat ihnen angesehen, dass die Jungs das Spiel heute unbedingt gewinnen wollen. Und ja, ich glaube, 3 immens wichtige Punkte für uns. Nürnberg springt in der Tabelle von 14 auf 12 und unterstreicht also einmal mehr seinen Ruf als Schweinfurter Angstgegner. Seit 2017 warten die Schnüdel auf einen Sieg. Für die Unterfranken ist es dagegen ein folgenschwerer Fehlstart, denn wenn nicht noch ein riesiges Wunder geschieht, dürfte der Meisterexpress damit nun ohne Schweinfurt abgefahren sein.